Gerade die Adventszeit ist eine besondere Zeit des Jahres. Eine Zeit der Einkehr und Stille. In Lengenfeld bekommt der Advent und die Besinnung einen besonderen Stellenwert. Seit einigen Jahren werden liebevoll und mit großem Aufwand Adventfenster in den Kapellen der Gemeinde dekoriert. Diese Fenster werden mit 26 Adventsandachten feierlich geöffnet. Musikgruppen, Chöre, Kinder und Vereine des Ortes gestalten diese Feierlichkeiten. Und so wird der Fensteradvent zu einer gemeinsamen und lebendigen Feier. Alles hat seine Zeit, Lengenfeld hat seine neue Adventzeit. Und heuer hat Lengenfeld bereits zum dritten Mal diesen Adventkalender. Zum dritten Mal bereits gibt es die Möglichkeit, dass bei verschiedenen Kapellen und Kirchen im Gemeindegebiet von Lengenfeld diese Veranstaltungen stattfinden. Und jeder, der die Kapelle, der die Kirche betreut und der sich bereit erklärt, da mitzutun, hat man die Möglichkeit, am Abend, jeweils um 19 Uhr, jeweils an verschiedenen Stellen eben, diesen Adventkalender teilzunehmen. Kinder, lauft schneller, holt einen Teller, holt eine Gabel, sperrt auf den Schnabel, für den Zipfel, Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den goldbraunen Apfel. Sie pusten und pusten, sie gucken und schlucken, sie schnalzen und schmecken, sie lecken und schlecken, den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den knusprigen Apfel. Der Advent ist die Zeit der Einstimmung auf das große Fest der Menschwerdung Gottes. Am besten sehen wir es an den Leuten selber, die da dabei sind. Sie strömen in Scharen zusammen und lassen sich gerne einladen und abholen und sind mit dabei. Und da bricht bei mir schon wieder der heilige Augustinus mit seinen Gedanken herein, wenn wir Schönes sehen und uns von Schönem ansehen lassen, verändert sich etwas in uns. Dann geschieht Wandlung und das wünsche ich uns. Sölden TV. Hier bist du der Star.